willkommen zum neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute einen Vergleich machen, der in der Technik-Community für sehr viel Diskussion sorgt, und zwar macOS Catalina versus Windows 10. Wir werden heute die Bedienoberfläche, das Design, die Sicherheit, die Performance und die Features der beiden Betriebssysteme genauer vergleichen. Das könnte ein etwas längeres Video werden, also lehnt euch zurück, holt euch ein paar Popcorn oder falls ihr die neue Jahresvorsätze noch nicht vergessen habt, könnt ihr euch auch gerne einen grünen Smoothie holen und wir legen direkt los. Die erste Kategorie ist das Design. macOS Catalina hat wirklich ein schönes Design. Kontextmenüs sind immer die gleichen. Es gibt schöne Transparenzeffekte. Die Fenster, die gerade im Vordergrund sind, werden auch hervorgehoben, indem sie eben, wie gesagt, diese Transparenzeffekte haben und noch dazu ein bisschen mehr Farben haben. Ebenfalls gibt es einen Dark-Modus, der sich sehr konsequent durch das ganze Betriebssystem zieht. Und man kann auch aktivieren, dass er sich automatisch einstellt. Das Eigendesign gefällt mir wirklich gut und es ist einfach alles einheitlich designt. Sogar die Programme von Drittanbietern, weil Apple in ihrem Programmierer-Tool die ganzen Design-Elemente anbietet und wenn sie da mal diese aktualisieren, dann werden diese Design-Elemente auch gleich in 50% der Programme, die eben diese Elemente benutzen, auch direkt aktualisiert, was einfach noch dazu beihilft, dass alles sehr einheitlich ist. Nun zu Windows. Windows hat leider einfach so viele veraltete Programme, die einfach vom Design her wirklich nicht mehr schön aussehen. Und die neuen Programme schauen sich cool aus, aber wenn man sie sich mal untereinander anschaut, dann sind sie überhaupt nicht einheitlich. Bei manchen ist der Zurück-Button links oben im Rahmen, bei anderen weiter unten neben der Leiste, bei anderen ist es ein linkes Dropdown-Menü oder es gibt oben an der Leiste ein Menü. Es ist einfach komplett verschieden. Und leider ist es beim Dark Mode genauso. Manche Apps setzen auf einen leicht grauen Hintergrund und andere für einen komplett schwarzen Hintergrund. Und die ganzen Kontextmenüs sind auch alle irgendwie komplett verschieden. Und die Taskbar und das Infocenter sind standardmäßig dunkel und einige Programme sind standardmäßig hell. Also ganz einheitlich schaut das bei Windows leider nicht aus. Kommen wir nun zu der Bedienung und den Features. In beiden Betriebssystemen gibt es enorm viele Features und für so gut wie alles eine Tastenkombination. In Windows gefällt mir besonders die Suche, die ist nämlich wirklich effizient und schnell. In macOS gibt es zwar auch eine Suche, das war die Spotlight-Suche, die kann man, was ich sehr cool finde, auch über einen Tastenkürzel hervorrufen und sie erscheint direkt in der Mitte vom Bildschirm und man sieht ein bisschen mehr Kontext, nur leider ist sie meiner Meinung nach einfach nicht ganz so effizient und so schnell wie die Windows-Suche. Was die Gesten angeht, finde ich die von macOS einfach ein bisschen intuitiver. Bei Windows kann man zum Beispiel ein Fenster schütteln, um alle Fenster im Hintergrund zu schließen. Ich meine, das ist echt keine schlechte Geste, nur kommt man einfach nur sehr schwer da drauf, wenn man es nicht weiß, wie das geht. Während bei macOS gibt es sehr viele Drag-and-Drop-Gesten etc., da kommt man einfach sofort von selber drauf, was ich sehr praktisch finde. Bei macOS gibt es sehr viele kleine, aber sehr praktische Features, die im Betriebssystem integriert sind, zum Beispiel ein Zip-Entpacker oder man kann, wenn man mit der Space-Taste oder Leertaste quasi auf eine Datei geht, also die Datei anklickt und dann die Space-Taste drückt, dann öffnet sich eine kleine Vorschau. Das habe ich sehr oft benutzt in der Zeit, wo ich das macOS benutzt habe, also das finde ich richtig cool. Und bei Windows kann man dafür unglaublich das Betriebssystem selber verändern. Ihr könnt da in die Registry gehen und das Betriebssystem so anpassen, wie ihr es haben wollt. Natürlich erfordert das ein bisschen Vorwissen, aber für alle, die das machen wollen, ist es schon eine coole Funktion, die es für macOS in dieser Form nicht gibt. Ich finde, dass Windows das Fenstermanagement ein bisschen besser gelöst hat, ein bisschen intuitiver. Wenn man ein Fenster nimmt und dann zum Beispiel zum Rand zieht, dann wird direkt Splitscreen-Ansicht geöffnet. Das finde ich schon recht cool. Das gibt es bei macOS in dieser Form nicht. Da muss man das über einen eigenen Button machen. Ein Feature bei macOS ist natürlich auch noch die
die perfekte Integration mit der Apple Watch, mit dem iPhone und dem iPad. Das bringt euch natürlich nichts, wenn ihr Android-Geräte nutzt, aber wenn ihr ein iPhone-Nutzer seid, dann ist das schon recht praktisch. Man kann direkt per AirDrop Dateien verschicken, man kann per iCloud auch vom Handy aus auf die Dateien vom Computer zugreifen etc. Alles wird sofort synchronisiert, wenn man das so haben möchte. Ein Punkt ist auch noch Scaling, also wenn ihr einen wirklich hochauflösenden Monitor habt, zum Beispiel eine 4K-Auflösung, sind standardmäßig alle Elemente sehr klein und dann könnt ihr die quasi hochscalen. Das funktioniert bei macOS wirklich gut, bei Windows ist aber leider so, dass manche Programme nicht richtig scalen und dann entweder unscharf sind oder einfach so klein bleiben, aber das ist inzwischen nur noch bei sehr wenigen Programmen so, aber Photoshop zum Beispiel gehört dazu, also wenn euch das wichtig ist und ihr arbeitet auf einem sehr hochauflösenden Monitor, dann ist es ein bisschen blöd. Bei der Bedienungsgeschwindigkeit ist Windows bei DirectX ein bisschen schneller. Das sind die meisten Spiele, die basieren auf diesem Rendering-Modell. Und macOS ist eine Spur schneller bei OpenCL und beim Metal. Das braucht ihr zum Beispiel meistens beim Videoschnitt. Aber das sind alles nur eher minimale Unterschiede. macOS hat ein etwas einfacheres Ordnersystem. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einfach einen Ordner für alle Programme. Das ist sehr übersichtlich. Und ihr habt einen Ordner für eure Daten. Also da heißt Dokumente, da habt ihr einfach nur eure Daten drin. Da könnt ihr einfach Ordner machen. Der ist von Haus aus einfach leer. Da könnt ihr wirklich einfach eure Daten, die ihr speichern wollt, die ihr euch quasi merken wollt, sag ich jetzt mal, könnt ihr da einfach reinpacken. Dann gibt es noch einen Ordner für eure Fotos und Videos. Und dann habt ihr auch noch einen Systemordner für das Betriebssystem. Also das ist sehr einfach und macOS entfernt auch automatisch veraltete Installationsdateien. Das heißt, es entsteht auch weniger Datenmüll. Dafür könnt ihr bei Windows einfach deutlich mehr von der Ordnerstruktur sehen und dadurch auch mehr in das Betriebssystem eingreifen. Hat auch seine Vorteile, aber natürlich auch seine Nachteile. Was die Programme angeht, geht der Punkt bei den mitgelieferten Programmen an Apple, weil die einfach meiner Meinung nach bessere Programme mitliefern und die Alternativen von Apple zu Excel, PowerPoint und Word, also Pages, Keynote und Numbers, sind auch schon kostenlos dabei, während die bei Windows einiges kosten. Ihr könnt aber auf beiden Betriebssystemen die meisten Dateitypen schon von Haus aus öffnen, was auch sehr praktisch ist. Dafür könnt ihr bei Windows deutlich mehr Programme herunterladen, da sind einfach mehr zur Verfügung. Aber man muss dazu sagen, dass die gängigen Programme, also die meisten zumindest, die gibt es sowieso auf beiden Plattformen. Bei der Sicherheit haben beide Programme sehr gute Virenschutzprogramme direkt integriert. Jedoch ist macOS ein bisschen sicherer, weil die Programme dort ein bisschen anders funktionieren. Bei Windows braucht so gut wie jede Installationsdatei Administratorrechte, also quasi die vollen Rechte über euren Computer, um installiert zu werden. Und auch beim Ausführen brauchen einige Programme immer wieder Administratorrechte. Während bei macOS ist es so, dass der Installationsprozess sehr oft schon vom Betriebssystem selber übernommen wird. Also das Betriebssystem nimmt die fertige Datei, das fertige Programm und packt die einfach in den Applications Folder. Und ab dann ist das Programm installiert. Das könnt ihr auch selber machen. Ihr nehmt einfach die App und gebt die in den Applications Folder und bam, das Programm ist quasi installiert. Zumindest bei den meisten Programmen geht das so. Und noch dazu fragen die Programme bei macOS nach einzelnen Berechtigungen und meist nicht gleich nach Administratorrechten. Das heißt, ihr könnt da einfach sagen, okay, das Programm darf auf meine Dateien zugreifen, aber nicht auf die Systemeinstellungen. Und dadurch kriegen die meisten Leute mit macOS auch einfach kein Virus. Ja, und jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Welches Betriebssystem ihr bevorzugt, beruht vor allem auf eurem Geschmack und natürlich auch auf eurem Workflow. macOS und Windows sind für manche Kunden mehr und für andere weniger geeignet. Ich komme jetzt einfach mal noch kurz zurück zu diesen Kategorien und schaue mir an, welches Betriebssystem meiner Meinung nach für meinen Workflow in welcher Kategorie besser geeignet ist. Bei der Bedienung bevorzuge ich eigentlich nicht wirklich eines der beiden Betriebssysteme. Ich finde, dass beide sehr effizient und gut zu bedienen sind. Also ich muss sagen, dass ich bei macOS die Gesten ein bisschen intuitiver finde und dadurch ist macOS auch ein bisschen aufgeräumter teilweise. Bei Windows gehen die Dinge manchmal ein bisschen schneller, aber das sind alles nur wirklich sehr minimale Unterschiede. Und ja, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass in dieser Kategorie meiner Meinung nach eines der Betriebssysteme besser ist. Beim Design bevorzuge ich macOS, einfach weil es viel einheitlicher ist
und weil der Nachtmodus meiner Meinung nach auch viel angenehmer ist. Es ist nicht knallschwarz, aber auch nicht nur so ein leichtes Grau, es ist so ein dunkleres Grau und das ist meiner Meinung nach einfach die perfekte Farbe für den Nachtmodus. Und es sind die Elemente auch immer in denselben Farben hervorgehoben. Das finde ich sehr schön. Was die Sicherheit angeht, ist macOS einfach noch ein bisschen sicherer. Dafür schränkt Windows einen nicht so sehr ein, behaupten einige Nutzer. Ich fühle mich von macOS auch nicht eingeschränkt, aber ich kann dieses Argument schon auch verstehen. Man kann bei macOS zwar Apps aus nicht vertrauten Quellen etc. ausführen, aber bei Windows könnt ihr zum Beispiel auch einfach Teile des Betriebssystems löschen oder ändern oder so. Und das könnt ihr bei macOS in dieser Form nicht machen. Was die Programme angeht, finde ich, dass man bei macOS grundsätzlich bessere Programme schon standardmäßig mitgeliefert bekommt. Aber bei Windows gibt es dafür eine größere Programmvielfalt und ihr könnt euch so viele kostenlose Alternativen, zum Beispiel für Microsoft Word etc. runterladen. Ich persönlich zum Beispiel benutze WPS Office und bin damit super zufrieden, das ist kostenlos. Also meiner Meinung nach ist es auch hier unentschieden, aber ihr müsst für euch darauf achten, welche Programme ihr denn gerne nutzt, denn zum Beispiel Final Cut gibt es nur auf dem Mac oder PowerDirect oder gibt es nur auf Windows. Jo Leute, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Aspekte ich vielleicht noch hätte erwähnen sollen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, dann abonniert diesen Kanal, wenn ihr ihn unterstützen wollt und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Jo, tschüss Leute!